Hallo ihr Lieben, heute mache ich ein Video, von dem ich plane, dieses Video jedes Jahr zu machen. Ich hoffe, ich ziehe es auch durch. Ich habe richtig Bock auf dieses Video und lass uns einfach direkt starten. Erste Frage, wer bist du? Ich bin Melanie. Zweite Frage, welchen Tag haben wir heute? Wir haben heute Donnerstag, den 30. Mai 2024. Eine kurze Sache noch vorab. Ich werde in diesem Video hier und da ein paar Produkte zeigen und ich muss Werbung einblenden, weil das in Deutschland nun mal einfach so ist. Aber dieses Video ist nicht bezahlt, nicht gesponsert oder irgendwas. Wenn ich irgendwas einblende, dann habe ich mir das selbst gekauft. Und ja, ich werde nicht bezahlt dafür, hier irgendwas zu sagen. Nur kurz vorab. Dritte Frage. Welches Bild hast du zuletzt auf Instagram gepostet? Das werde ich hier einfügen. Und zwar ist das von dem Buddhist Retreat. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wenn ihr da Interesse dran habt. Und zwar war ich ein Wochenende auf einem Buddhist- und Meditations-Retreat. Und daher stammt das Foto. Vierte Frage. Was ist dein Lieblingsessen? Im Moment, muss ich noch hinzufügen, weil das ändert sich immer. Und zwar im Moment würde ich sagen Chinesisch. Fünfte Frage. Was ist dir dieses Jahr Großes gelungen? Ich würde sagen, es ist nicht eine bestimmte Sache, sondern seit ungefähr 2, vielleicht auch 3 Jahren habe ich als eines meiner Neujahrsziele, dass ich mehr auf mich selbst hören möchte, dass ich auf meine Intuition hören möchte. Und ich würde sagen, dass mir das dieses Jahr mehr gelungen ist als die Jahre zuvor. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir gelungen ist. Und das hört sich vielleicht nicht so groß an, aber ich, für mich persönlich ist das was Großes. Ich würde sagen, ich habe in diesem Jahr mehr zu mir gefunden und mehr gelernt, auf meine innere Stimme zu hören. Sechste Frage. Was hat dich dieses Jahr am glücklichsten gemacht? Oh, das ist eine schwere Frage. Also, wenn ich jetzt einfach sofort antworten müsste, dann würde ich sagen, das Buddhist Retreat, was ich eben schon erwähnt habe, weil das hat mich einfach so unglaublich glücklich gemacht. Ja, und generell zum London Buddhist Center zu gehen und an deren Programm teilzunehmen. Siebte Frage. Was bereust du dieses Jahr? Die Sache bereuen, ich mag immer dieses Wort nicht. Man könnte auch sagen, hätte ich vielleicht irgendwas anders gemacht im Nachhinein. Ich sag immer nicht so gerne bereuen, weil ich finde, dass man einfach aus allem lernt und wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Wir lernen wirklich am besten, wenn wir Fehler machen. Das ist so. Ich glaube, darüber gibt es sogar irgendwelche Berichte. Aber was würde ich anders machen, wenn ich es besser wüsste? Also, ich antworte mal wieder spontan. Es ist eigentlich nicht so sehr nur auf dieses Jahr bezogen, sondern auf die letzten paar Jahre. Ich würde mir oder hatte mir gewünscht, wenn ich schon früher mehr Interesse am Thema Finanzen gehabt hätte. Hallo, hier spricht Editing Melanie, hier hinter meinem Computer. Und zwar wollte ich doch kurz hinzufügen, dass mir noch eingefallen ist, ich hatte tatsächlich schon ganz früh ein sehr, sehr großes Interesse an Finanzen. Ich wollte nämlich auch Bankkauffrau werden. Als ich in der Schule war, habe mich dann auf ganz viele Ausbildungsplätze beworben, aber bin leider nicht genommen worden. Und da ist auch so ein kleiner Traum von mir irgendwie zerplatzt. Ich hatte dann zusätzlich niemanden in meiner Familie oder in meinem Umkreis, der ja mir irgendwie über Finanzen was erzählen konnte. Das heißt natürlich nicht, dass ich mich nicht hätte informieren können. Auf jeden Fall hätte ich das machen können. Aber auf irgendeine Art und Weise ist mir das Interesse dann verloren gegangen.
Und zum Glück habe ich Sonja jetzt wiedergefunden. hätte, weil hätte ich schon viel, viel früher angefangen zu investieren oder einfach mehr Klarheit in diesem Thema zu haben, dann wäre es finanziell sehr gut gewesen. Aber für mich standen halt vorher andere Themen im Vordergrund, deswegen bereue ich natürlich das auch nicht, aber wenn ich es ändern könnte, eigentlich zwei Sachen. Würde ich eher mit Finanzen, Finanzwissen anfangen und auch eher mit Meditation und an sich selbst arbeiten, Reflexion und solche Sachen. Aber wir sind einfach alle auf unserem Weg und deswegen, it is what it is. Achte Frage. Was solltest du öfter tun? Sport machen. Neunte Frage. Wo willst du nächstes Jahr stehen? Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht vor dem Video. Und zwar, ich würde mal sagen, ich möchte entweder eine Wohnung gekauft haben oder noch mehr auf dem Weg dorthin sein, noch näher an dem Ziel, eine Wohnung zu kaufen. Zehnte Frage. Was war der schönste Moment? Also, oh, das habe ich am Anfang auch gar nicht gesagt. Ich werde dieses Video jedes Jahr zu meinem Geburtstag oder um meinen Geburtstag rum posten. Und mein Geburtstag ist im Juni. Deswegen nehmen wir halt das Jahr von Juni zu Juni sozusagen. Dann würde ich jetzt mal sagen, das war nicht der einzige schöne Moment im Jahr, aber ich sage jetzt einfach mal spontan, das Konzert mit meinem Chor. Und zwar war das in der Weihnachtszeit in einer super schönen Londoner Location. Und es war einfach alles. Es war ein wundervoller Abend. Es sind super viele Freunde von mir gekommen und es war einfach toll. Was war der schlimmste Moment? Der schlimmste Moment, also das war nicht nur ein Moment, das waren so die ersten 2 Monate in 2024. Da hatte ich aus persönlichen Gründen nicht so eine positive Zeit. Frage 12. Was war deine letzte Reise oder dein letzter Trip? Ich soll es eigentlich wissen, ne? Ich muss aber mal in meinem Kalender nachgucken. Jetzt weiß ich es auch wieder. Mein letzter Trip war im März nach Deutschland. Und zwar bin ich meine Mama besuchen gegangen. 13. Von wo filmst du dieses Video gerade? Ich bin gerade im Süden von London auf der Arbeit. Also, ich arbeite gerade nicht. Ich habe gerade Pause. 14. Was war das letzte YouTube-Video, was du dir angeschaut hast? Da werde ich auch mal eben nachgucken. Sowas finde ich immer super interessant, wenn man sich das später nochmal anguckt. Okay, das allerletzte YouTube-Video, was ich geschaut habe, ist. Oh nein, jetzt ist das auch noch so was Langweiliges. Und zwar, ich hatte eine neue externe Festplatte und die muss ich umformatieren und sowas. Und dann habe ich mir ein Video dazu angeguckt, wie man das macht. Aber das ist ja sowas von langweilig, deswegen werde ich euch auch noch das davor nennen, weil das ist auch nicht so interessant. Na gut. Das davor war ein Video von Ella Ringrose, How Everything on My Vision Board. Ich glaube, Came True wird da wahrscheinlich stehen. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast und wie hat es dir gefallen? Okay. Tatsächlich, ich habe es hier auch gerade, ist es dieses hier. Und zwar The Seven Sisters by Lucinda Riley. Das ist das erste Buch der Seven Sisters Serie. Ich weiß nicht genau, ob es davon 7 Bücher oder sowas gibt. Und dieses Buch hat mich sowas von enttäuscht. Ich glaube, dass ich noch nie oder wirklich sehr, 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 sehr selten von einem Buch so enttäuscht war. Es ist ein richtig gutes Buch. Lass mich kurz euch erklären, warum es mich so enttäuscht hat. Ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen. Und die ersten 150 Seiten fand ich richtig, richtig gut. Und dann ist etwas in dem Buch passiert, was ich gar nicht mag. Und ich wusste nicht, dass das passiert, weil hätte ich es gewusst, hätte ich das Buch gar nicht erst angefangen zu lesen. Und zwar ist dann
gab es diesen Zeitsprung in die Vergangenheit. Und meiner Meinung nach, also für mich persönlich, war dieser Zeitsprung nicht besonders gut erklärt. Also ich habe nicht ganz genau verstanden, worum es da geht und wo wir gerade in der Zeit hinspringen. Aber wie auch immer, generell mag ich so Zeitsprünge nicht so gerne. Also auch früher, wenn ich jetzt, vielleicht erinnert sich noch jemand an die Serie Charmed, da gab es teilweise auch so Zeitsprünge. Ich mag sowas einfach nicht und deswegen habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, einfach dann nach diesen 150 Seiten aufzuhören. Oh, furchtbar, wirklich furchtbar. Ja, sehr, sehr disappointing. Wollte ich gerne das beste Buch dieses Jahr. Das werde ich auch einblenden. Und zwar In Order to Live by Yeonmi Park. Ich denke, dass es das vielleicht auch auf Deutsch gibt. Ja, werde ich es einblenden. Auf jeden Fall war das das beste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Erkenntnisse des Jahres. Weniger am Handy sein und mehr lesen. Was ist das letzte Produkt, was du dir gekauft hast und wo hast du es dir gekauft? Und zwar habe ich das hier auch liegen. Und zwar ist das eine Leggings from Lovol. Ich liebe die. Love Leggings Lovol. Glaube ich, gibt es nicht in Deutschland, oder? Keine Ahnung. In dieser schönen Farbe Mintgrün. Ich liebe es. Ich habe sie noch gar nicht anprobiert. Aber ja, das mache ich nachher mal. Was hast du als letztes auf Vinted gekauft? Spannend. Was habe ich als letztes auf Vinted gekauft? Ich glaube, ich weiß es. Ja. Yeah. Ach Mann, ich dachte, das wäre das Buch. Okay, es ist nicht, es ist kein Buch. Es ist eine Travel Mug, Coffee Travel Mug von New Circular & Co. Und zwar ist es eine Marke, die richtig tolle Travel Mugs, recycelte Travel Mugs herstellt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es die Firma in Deutschland gibt, aber ich wollte schon länger so einen Becher haben und normalerweise kosten die 16 Pfund, glaube ich. Also ich meine, du hast es dann auch sehr, sehr lange. Aber ich habe es auf Vinted günstiger bekommen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. Ja. Dann, was habe ich als letztes auf Vinted verkauft? Und zwar habe ich verkauft ein Superdry T-Shirt. Ich würde es einblenden. Das hat meinem Freund gehört und der brauchte das nicht mehr. Was hast du als letztes auf Olio bekommen und weggegeben und auch was war Best of the Year Product, was ich von Olio bekommen habe? Wer Olio nicht kennt, es ist eine App, wo man Sachen for free weitergibt oder bekommt. Also man bezahlt da nichts. Und zwar fangen wir einfach mal Best of the Year an. Für mich. Habe diesen Pullover auf Olio bekommen. Ich habe mich so gefreut, dass hier, der geht hier so auf an der Seite. Der ist, der war vorher, was heißt vorher? Also die Person, die den gekauft hat, hat den bei H&M gekauft. Aber ich habe ihn umsonst bekommen bei Olio und ich habe mich so gefreut. Jetzt ziehe ich ihn an. Und dann, was habe ich als letztes auf Olio weggegeben? Schauen wir mal auf der App nach. Ich habe Olio gelöscht. Nein. Ich habe Olio gelöscht, weil ich zu viel rumgescrollt habe. Oh nein. Ich erinnere mich aber noch. Das letzte, was ich weggegeben habe. Oh, das tut mir leid. Ich wollte euch eigentlich Bilder einblenden. Das kann ich jetzt nicht. Aber gut. Das letzte, was ich weggegeben habe, ist ein T-Shirt von meinem Freund. Also er hat mir ein paar T-Shirts gegeben. Ein paar habe ich auf Vinted verkauft. Ein paar habe ich auf Olio umsonst weggegeben. Und das letzte, was ich bekommen habe, war das Buch. Das werde ich euch auch einblenden. Und zwar 5 Ingredients von Jamie Oliver. Das wollte ich schon länger haben. Ich muss aber sagen, ich habe da schon ein bisschen reingeguckt. Es ist nicht so gut, wie ich
dachte, weil ich bin da irgendwie von was Falschen ausgegangen. Und zwar habe ich gedacht, also als ich so Five Ingredients gelesen habe, habe ich gedacht, dass er auch, vielleicht nicht im ganzen Buch, aber sehr, sehr oft die gleichen Ingredients wiederholt und immer wieder zeigt, was für andere Sachen man damit kochen kann. Das ist aber nicht so. Also das ganze Buch ist zwar Rezepte, die Five Ingredients haben, aber es sind alles komplett verschiedene und teilweise halt auch Sachen, die ich so normalerweise nicht kaufen würde. Und deswegen, ja, ich werde da sicher mal was von kochen. Zum Glück muss ich das Buch ja nicht bezahlen. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass es mir nicht so gut gefällt. Ja, okay, auf jeden Fall, Oleo, super Tipp. Gibt es auch in Deutschland, ist glaube ich noch nicht so verbreitet, aber es ist echt eine super Sache. Falls es in Deutschland eine App gibt wie Oleo, die aber anders heißt, dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, weil das würde ich nämlich gerne wissen. Was wünscht ihr dir zum Geburtstag? Ach, I love this question. Ich wünsche mir Face Cream und Face Wash von CeraVe. Werde ich auch einblenden. Dann wünsche ich mir Birkenstock Slippers. Dann bin ich am Überlegen, mir zu wünschen, mir mal im Nagelstudio meine Nägel zu machen. Das habe ich nämlich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Ich weiß noch nicht genau. Ich bin am Überlegen. Aber ich bin schon lange am Überlegen. Ich würde mir wünschen, ich weiß nicht, ob irgendjemand mir das schenken wird, aber falls mich jemand fragt, was ich mir wünsche, wünsche ich mir einen Uniqlo-Gutschein. Das würde mich sehr, sehr freuen. Allgemein Gutscheine von M&S, TK Maxx oder Uniqlo sind immer gut. Jetzt mache ich hier so voll Werbung. Was machst du an deinem Geburtstag? Ist noch in der gleichen Frage mit drin. Ich mache ja immer etwas Besonderes an meinem Geburtstag. Nicht unbedingt etwas extrem Großes, darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, aber etwas Besonderes. Und dieses Jahr, ich habe noch nicht den ganzen Tag verplant, aber ich werde wahrscheinlich wieder mit der Freundin, mit der ich fast jedes Jahr zu meinem Geburtstag essen gehe, mittags essen gehen. Also ich habe frei, ich nehme mir eigentlich, wenn es geht, nehme ich mir an meinem Geburtstag frei. Und dann abends werde ich wahrscheinlich mit meinem Freund essen gehen. Ich war am Überlegen, ob ich irgendeine Activity machen will, so wie Trampoline Jumping oder irgendwie sowas. Aber ich weiß noch nicht. Na gut. Auf jeden Fall werde ich was Schönes machen, was ich schön finde. Welchem Hobby gehst du gerade nach? Singen. Nach Jahren mache ich endlich mal wieder Singen im Chor. Es macht mir richtig viel Spaß. Die Gruppe ist toll und es ist einfach schön. Was ist dein Lieblingslied? Und zwar finde ich das auch immer ziemlich schwer. Aber ich nehme jetzt mal das, was ich in letzter Zeit so am meisten gehört habe. Und zwar ist das... Oh, ich bin erschrocken. Das ist die Post. Und zwar ist das Illusion von Dua Lipa. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, bevor ich das Video gemacht habe. Wer ist mein Lieblings-YouTuber? Im Moment. Das wechselt ja auch. Bei mir zumindest. Okay, ich nenne einen deutschen und einen englischen. Und zwar Deutsch, La Polche Vita, die immer die Trash-TV-Kommentare macht. Englisch, The Lambirds. Ich werde beide Kanäle hier einblenden. Was hast du Neues gelernt? Das wollte ich mal erzählen. Und zwar dieses Jahr habe ich meine Cooking Skills verbessert. Denn ich hatte für ungefähr 6 Wochen oder 2 Monate einen Job, wo ich jede Woche neue Gerichte kochen musste. Und das hat mich echt aus meiner Komfortzone gerissen. Aber es war richtig gut, weil ich habe richtig viel dazugelernt. Was hat dich dieses Jahr überrascht? Ich habe mir zum Glück ein paar Notes gemacht, sonst hätte ich das hier schon wieder vergessen. Es hat mich überrascht, wie gut die Programme von BBC sind. Es hat mich überrascht, was für tolle Menschen es einfach gibt. Wirklich. Viele Menschen dieses Jahr in meinem Leben haben mich positiv überrascht. Manche leider auch negativ, aber doch schon viele, viele positive Sachen. Dann hat mich auch überrascht, oder ich habe mich damit gerechnet, auf dem Buddhist Retreat, wovon ich ja schon erzählt habe, dass ich dort ein super nettes Mädchen kennengelernt habe, mit der ich mich so gut verstanden habe. Welches Zitat ist dir im Gedächtnis geblieben oder was war so das beste Zitat? Das Ding ist, so im Laufe des Jahres sind das immer mal wieder verschiedene Zitate.
Aber eins habe ich auf jeden Fall hier auch aufgeschrieben. Und das werde ich jetzt mit euch teilen. Come on. Natürlich finde ich es nicht, ne? Wo ist es denn? Ich finde es gerade nicht. Aber ich glaube, es war sowas wie Buddhism is losing the self oder irgendwie sowas. Und ich würde es mal so interpretieren, dass damit gemeint ist, Buddhism is the loss of the ego. Falls ihr eine Meinung dazu habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich will aber noch mal kurz in meinem Kalender nachgucken, weil manchmal schreibe ich da auch Zitate rein. Mal schauen, ob wir hier noch was Gescheites finden. Das kann doch nicht sein. Extrem merkwürdig. Kein einziges Zitat gefunden. Gut, war nicht so erfolgreich. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat super Spaß gemacht. Schreibt mir gerne einen Kommentar in die Kommentare. Und wenn ihr das Video... wie sagt man das denn auf Deutsch? Wenn ihr das Video gut fandet, gebt dem Video... Ich bin Deutsch. Ich bin Deutsch, ja. Aber ich lebe in England. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal für mehr Videos. Bis zum nächsten Mal.